Hallo, wir sind die Vorspieler heute im Real Life unterwegs. Ich bin der Jules. Ich bin da an der Kamera gerade und da hinten Ja. ist der Eiko, hi. Der Eiko ist heute unser Kamerakind. Er wird auch die meiste Zeit die Kamera halten. Im Moment ist er unser Navi-Kind. Film mal da auf die. Nein. Okay. Ja, Jules, was machen wir denn heute hier an diesem Hitmarkt? Es gibt natürlich auch andere, Aldi, Edeka und verschiedene andere Dinge. Ja, was wir machen, wir sind heute unterwegs im Auftrag der Bundeswehr. Ja, dann salutier mal. Oh mein Gott. So, also nur mal, um das zu verdeutlichen, so salutiert ein Franzose. Wirklich. Ja? Das war lächerlich jetzt gerade. So? Ja. Echt? Ja. Ja, jedenfalls, wir wollen in das Wehrtechnische Museum in Koblenz. Da gibt es ganz viele Panzer und Geschosse und ganz toll, ja. Ja, und Wir da. haben uns nur gerade verfahren, weil Ja. der Eiko nicht so ganz mit seinem iPhone klar kam. Genau. Also wir sind jetzt, wie gesagt, auf dem Weg zum Wehrtechnischen Museum in Koblenz. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden, dann schließt dieses Museum. Und wir hoffen, dass wir dann noch ein paar Bilder für euch rauskriegen können. Und danach gehen wir noch mal lecker was essen. Vielleicht haben wir dann die Kamera auch dabei. Ja, dann können wir vielleicht mal so ein Essensreview machen. Ja. Ulan, Eiko, rechts. Nächster Halt, Koblenz, Wehrtechnisches Museum der Bundeswehr und ich hoffe, da gibt es einen Panzer. Da gibt es nur Ciao. ein. Gut, ich fahre gerade aus. Nee, ja, fahr gerade aus. Oh. Ja, bist du nicht. Hoffe ich doch mal. Ja, ich hoffe es auch, dein iPhone. Ja, das Der ist nur nicht so scheiße. genau. Ach, Millimeter wie viel genau. hast du ausgegeben dafür? So, Zentrum oder Ja, Europabrücke? komplett falsch. Nee. Ey, ich könnte zwar ausrasten, Alko. Nee, bist du nicht falsch. Kommen wir da geradeaus? Doch, wir müssen genau auf die Straße zurück. Ja. Jetzt links. Links. Dann mach ich einen U-Turn. Ja, mach. Ist hier erlaubt? Ja, da ist kein Schild, was anderes sagt. Ja. Jetzt sind wir wieder 50 Meter neben der. Neben der Spur, ja. Du könntest irgendwo, ist doch da. Nee, die Kirche. Die Kirche wäre ein schönes Objekt gewesen im Film. Die ist auch in einem Bahnhof, oder? Ja, die ist hier also Richtung rechts. Bahnhof. Irgendwo, ja. Beim Lörsender. Ja, Eiko. Kommt der Turm mit auf das? Nö. Also das sind dann so Bilder, die du reinschneiden kannst. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von den Vorspielern der Real Life Action. Real Life Action heute hier in Koblenz im Technischen Wehrtechnischen Museum. Museum. Und Und wird zwei Parts geben. Einmal mit Panzern und mit riesigen Sturmgeschützen und dann Handfeuerwaffen und Militaria und so weiter. Wie genau ich das schneiden werde, weiß ich noch nicht, aber es wird zwei Parts geben. Und der Jules sagt euch jetzt erstmal was zu diesen dicken grünen Dingern, die da hinter ihm stehen. Ja, wenn man hier reinkommt auf dieses Geländer, dann sieht man schon sofort diese Wasserrollbomben. Da hat der Dan eben gefunfactet und zwar haben das die Flugzeuge abgeworfen. Kann Sieht man man da ja auch auch, da oben nochmal. kann man da auch sehen? Und die sind halt auf der Wasseroberfläche abgeprallt bis hin zum Staudamm. Ja, bis hin zum Staudamm und sind dann liegen geblieben und runtergesunken und dort dann explodiert. Und das waren diese Riesenteile, die auch wohl hier in Koblenz gefunden wurden. Also hier hat man nochmal Zeitungsausschnitte und so weiter. Also es gab dann Rollbomben, die nicht detoniert sind und trotzdem noch da unterhalb von Staudämmen lagen. War ja letztens erst wieder eine gefunden worden in Koblenz. Da musste ja die ganze, sehr großer Teil der Innenstadt abgesperrt werden. Also letztens, ein Jahr her jetzt. Na gut, aber. Ja, genau, da war richtig Chaos, ne? Ja. Ja, und was wir jetzt noch so alles so zu sehen kriegen hier im Wehrtechnischen Museum für 3 €, das machen wir jetzt. Jo, jetzt sind wir da im militärischen, hysterischen Museum mit den Vorspielern in Real Life und haben hier die leichte Feldkanone 18. Sieh mal eine an. Also, jetzt müssen wir mal wir zwei sind die heißen Geschosse und das sind die heißen Geschütze. Ah. Hast du hier noch mehr? Film mal ein bisschen. Bisschen schneller. Ja. Hier sind die Panzerreiter. Erster. Die Italien-deutsche Frau. Boah.
Stunden. Ich muss erzählen. Hier, du musst mal das Rohr reinfüllen. Ja, genau, geh mal auf das Rohr. Nein, ich stopf das. 10 Zentimeter. Hallo. Tanks ist das hier der erste Panzer, den man kriegen kann auf der französischen Seite. Das ist quasi der leichteste. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Ding wirklich so ein Rappelding ist, also ein kleines. Ja, ja, so mit zwei Mann Besatzung und in diesem Teil da. Also ich, das ist sicher ist das nicht wirklich, oder? Da vorne die Klappen, da kannst du einfach aufziehen. Da kannst du vorbeigehen und reinwerfen. Also es ist eigentlich ein besserer Mülleimer. Rauskommen. Hm? Da kommen Strohhalme raus, so klein wie die Dinger sind. Oh, das ist ein Maschinengewehr, besser. Schön, gut. Marder 2. Guck mal hier rein, komm mal ran. Komm mal rein. Das ist eine enge Kiste, ne? Das müsste auch das, ich glaube, der Vater, also unser Vater, hat Marder 2 gefahren. Wenn ich mich richtig erinnere. Müssen wir nochmal nachfragen. Das sieht doch ziemlich groß aus für 6 Leute. Das ist ein Schützenpanzer. Da sind nur 6 Leute, die fallen passen. Mhm. Aber voll sicher. Das hier ist auch riesig. So moderner. Das sieht gut aus. Was ist das? Das ist der Marder. Von Ihnen. Ja. Auto. Voll unten. Ja, so ein paar Radio. Ach, damit holt ihr die Flugabwehrrakete. Ist das? Ja, genau. Das ist nur zum Schützen. Dann findest du auch deine Tornado. Die dicke Bertha. Auf zur dicken Bertha. Guck dir mal das Geschoss an. Das ist ein Triebwerk. Ja, sowas fliegt immer über um. Nur ein Triebwerk. Das ist der, wie heißt der? Der russische Panzer, Hubschrauber. Das steht auf einem Fett. Irgendwas mit H. Jo, hier für alle Command Conquer Fans, der Mammut. Hier mit zwei Rohren. Ich weiß nicht, ob man sieht, das ist alles in einem Panzer. ja, das läuft. Und es ist ein Prototyp. Versuchsträger. Also das Ding wird wahrscheinlich nie gefahren sein, aber es ist schon massiv. Jules, stell dich doch mal davor. Also das ist bestimmt 2,30 Meter hoch. Ich bin ja schon 2 Meter groß. Und das ist zwar nicht so breit wie der Jules, aber passt. Ob die auch so ein Ding haben, was in der Garantie gelandet ist. Da gibt es wahrscheinlich keine mehr von. Aber komm, wir kümmern. Was soll man denn da? Schön sitzen ordentlich. Schön sitzen. Das ist schön sitzen. Das darfst du nicht. Jetzt hüpft das Ding an.
Oder das hier. Boah, das ist nice. Kleines U-Boot, Seehund. Da sind zwei Leute dabei. Zwei. Das hat man bestimmt jetzt richtig gut verstanden. Sag du es nochmal. Kleinst, also hier haben wir ein Kleinst-U-Boot C-Hund für zwei Leute. Hier können wir auch reingucken. Und wir gucken mal rein, komm mal mit. Guck mal rein. Ist auch original so, dass man da reingucken kann, ne? Ja, ist der Sitz. Das sind die Torpedo-Räume. Ja, also viel Beinfreiheit hat man dann trotzdem nicht, ne? Hier ist der andere Sitz. Ja. Mhm. Hier ist der Torpedo. Das ist schon ein enges Ding. Von echten großen. Ach du Gott, ich hab nicht gedacht, dass die so großen Torpedos. Ja, die müssen ja auch ein Schiff kaputt machen. Ja, aber trotzdem. Die Dinger sind schon groß. Im PC sind sie kleiner, gell? Ja. Jones-Film drüber. Indiana Jones, die Serie, wo Indiana Jones diese Zug. Das ist das nicht. Das ist es nicht. Das ist nur das da. Das ist noch größer, der Zug. Genau. Die haben sie nicht mal. Ja, also dieses Teil schießt bis nach Paris, oder was? Ja. Es gab ja auch die England-Kanone. Okay. Ja, die hatten sie, glaube ich, nett eingesetzt. 130 Kilometer. Also man schießt mit diesem Paris-Geschütz 130 Kilometer. Super. Okay.